Hey, meine Lieben, ich freue mich auf ein neues, ausführlicheres Orakel jetzt gerade mal zum Wochenende. Ich habe so das Bedürfnis, ins Tarot hineinzuschauen. Das würde ich mit euch, meine Lieben, auch echt gerne machen, ihr Herzensmäuse. Und du kannst natürlich auch hier eine Herzensmaus werden oder sein, indem du dir natürlich immer die Werbung vor jedem Video anschaust, währenddessen einen Kommentar schreibst und dem Video einen Like gibst. Und dann bin ich happy und ja. Dann schauen wir einfach mal rein. Das ist ein bisschen die Wertschätzung auch für die Arbeit, die ich hier mache. So. Oh, du hast Herzschmerz, ja? Also drei Schwerter ist der ganz klassische Liebeskummer, ja, der da ist. Also irgendetwas bedrückt dich hier jetzt gerade, ja. Es läuft vielleicht nicht mit deinem Crush so, wie du das gerne hättest oder wie du es gerne möchtest. Und wir schauen einfach mal weiter, was hier so kommt. Es geht weiter. Es führt zu einer neuen Ebene, ja. Sechs Schwerter ist so auf zu neuen Ufern. Es geht auf eine andere, auf eine neue Ebene jetzt. Also du verlässt jetzt auch diese Ebene und diese Basis, die dir Schmerzen bereitet hat. Und jawohl, da kommt also auch eine ganz große Chance, dass man auch einen Punkt mal ausdiskutiert, der ja, der vielleicht auch notwendig war. Manchmal ist es ja auch notwendig, einen Punkt nochmal richtig auseinander zu nehmen, zu diskutieren und hier dabei zu sein. Also ich hoffe, es ist okay, dass ich einen Schluck Kaffee trinke zwischendurch. Ich nehme das Video jetzt gerade auf hier am Samstagmorgen. Ich habe heute etwas länger geschlafen, weil Rosi noch bei meinen Eltern ist. Die war jetzt mal, ich hatte mal 2 Tage Rosi frei. Das ist auch mal ganz schön. So, aber für diejenigen, die vielleicht Kinder haben, die werden das verstehen können. So, und dann haben wir hier das Aeon oder das Gericht dabei. Und da haben wir immer Erzengel Gabriel drauf. Und Erzengel Gabriel ist genau die Engelskraft, die wir brauchen, wenn wir Dinge sehr positiv klären wollen. Und das heißt also auch diese Klärung, dieser Punkt, der zum einen die Schmerzen bereitet hat, aber auch hier diskutiert werden muss, ja, reinigt zum einen und macht hier auch nochmal eine ganz neue Ebene auf für euch, ja. So. Und das Ganze wirklich mit Logik, mit Verstand, mit klarem, wachem Verstand, ja, dass man auch mal sagt, Mensch, okay, vielleicht habe ich da auch selber nochmal einen Fehler gemacht, kann ja auch durchaus mal passieren, ne? Nicht ganz so oft, aber passiert, ja. Und voilà, und da bist du als feurige Amazone, ja. Also ihr seid hier beide jetzt nochmal im Kartenbild aufgetaucht, wo es um euch beide geht, ja. Also du, die temperamentvolle, die leidenschaftliche, eher der, ja, der König, der halt nicht ganz so wahnsinnig viel Emotion nach außen tragen kann, aber dem es auch einleuchtet, was du sagst, ja. Also er versteht es jetzt. Und ich glaube, dass das doch ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wir nehmen noch eine dazu. Und dadurch gibt es eine absolute Bereicherung für euch. 9 Scheiben ist die absolute Bereicherung, ist der Reichtum miteinander. Ist, dass man auf einmal sich begegnet auf einer ganz anderen Ebene, mit einer ganz anderen Wertschätzung. Und das ist doch, finde ich, eigentlich auch richtig, richtig, richtig schön und auch ganz wichtig, dass man wieder erkennt, was man so am anderen auch hat, ja. Und ich glaube, dass es sehr positiv ist, was hier jetzt übers Wochenende passieren wird. Und von meiner Seite natürlich mucho, mucho amor und bis zum nächsten Mal, euer Michael. Ciao.